Burg Karlsburg liegt auf einem eindrucksvollen Felssporn oberhalb des Mains. Die Anlage stammt aus dem 8. Jahrhundert und wurde um 900 auf eine Grundfläche von 1,7 Hektar erweitert. Grund dafür waren die Raubzüge der Ungarn. Die riesige Anlage konnte bei drohender Gefahr viele Menschen aufnehmen. Im 11. Jahrhundert gab man der Burg eine neue Wehrmauer mit Türmen. Um 1200 wurde sie dann schließlich verkleinert und erhielt ihre heutige Form. Diese behielt sie bis zu ihrer Zerstörung 1525. Oberhalb der Steilwand zum Main hin errichtete man schließlich den Palas mit einigen Nebengebäuden. Seine erhaltene Ostwand ist heute noch gern genutztes Fotomotiv und zeugt von einer prächtigen Anlage. An der Südseite sind zwei Türen erkennbar. Die linke Spitzbogentür führte in die oberen Räume, während die Rundbogentür in das Kellergeschoss ging. Neben dem Palas befindet sich der einst über 60 Meter tiefe Brunnen. Er war in einem Gebäude untergebracht, das an den Palas anlehnte. Von der Verteidigungsanlage haben sich an der Nordseite Reste von zwei Wehrtürmen und ein Turmstumpf erhalten. Die Türme liegen 30 bis 35 Meter auseinander. Man geht davon aus, dass sich Türme in diesem Abstand die gesamte Wehrmauer entlangzogen. Vor dem Turmstumpf und der äußeren Ringmauer wurde eine weitere Mauer mit halbrunden Schalentürmen gesetzt. Sie erinnert an eine der letzten Ausbauphasen der Burg. Nahe des Turmstumpfs beginnt die Mauer, die einst Kernburg und Vorburg voneinander trennte. Vor ihr lag vermutlich noch ein Graben. Die Mauer beherbergt heute noch Schießscharten und ist teilweise erhalten. Zudem lassen sich Stützmauern oder die Reste abgehender Gebäude erkennen. Heute lädt die eindrucksvolle Anlage mit Picknickplatz und einem guten Baubestand zum Verweilen und Entdecken ein. Der Blick über das Maintal und auf die Steilwände ist einzigartig. Ein Besuch lohnt sich.